Hi und willkommen zurück hier in der Pyramide. Es ist, ja, wir dürfen das Spiel spielen, das beliebte Nimmspiel. Und, ja. Na los, ich fang an. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Was bedeuten die Symbole? Ich hab noch... Obwohl, nein, doch nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du verlierst. Okay, also wir müssen Kugeln nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Aber immer nur aus einer Reihe. Ah, er nimmt die auch weg. Und man darf beliebig viele aus einer Reihe rausnehmen. Okay, er nimmt sich die 3. Ich nehme die hier. Und ich darf alle rausnehmen, außer... Das heißt, ich muss jetzt irgendwie es schaffen. Mein Moment, wenn ich jetzt hier eine nehme, nimmt er sich den Rest wahrscheinlich, oder? Nee, warte. Ja, nee, doch nicht. Er nimmt sich eine. Das heißt, wenn ich hier die... Ich nehme noch die 2 weg. Scheiße, dann muss ich die letzte nehmen. No! Okay, ich hätte... Moment, ich muss ihn zwingen, dass er... Tja, ich hab gewonnen. Ja, aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, das ist Strategie. Überlegende, geistige... Dings. Wollen wir nochmal? Okay, ausnahmsweise. Los geht's, du fängst an. Okay, er nimmt sich eine. Dann schauen wir wieder, dass wir in diesen Endzustand kommen. Dass wir... Hier... Wenn ich jetzt alle nehme aus dieser Reihe, dann lässt er hier oben alle außer einer übrig. Das heißt, wenn ich jetzt alle bis auf eine nehme, nimmt er oben alle. Das heißt, ich lasse 2. Jetzt nehme ich nur eine, weil er muss ja auch eine nehmen. Ach, scheiße. Oder in einem 2. Schrott! Okay. Na, müssen wir nochmal. Tja, ich hab gewonnen. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, wollen wir noch? Ja, wollen wir nochmal. Los geht's, du fängst an. Okay, Runde 3. Einmal. Die weg hier. Also, ich muss ihn dazu bringen... Diesmal nehmen wir eine ungerade Anzahl. Okay, er tut immer einen mehr nehmen als ich. Okay, jetzt haben wir 2. Oh, scheiße, ist wieder genau das gleiche. Dieses Mal nehme ich beide. Aber dann nimmt er nur eine. Schrott! Und schon wieder verloren. Nein. Okay, muss ich... Tja, ich hab gewonnen. Ja, hab's verstanden. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, das ist Strategie. Überlegende, geistige... Dings. Wollen wir nochmal? Na, okay, müssen wir nochmal. Okay. Los geht's, du fängst an. Also, wir räumen... Moment, mache ich jetzt Platz? Das heißt, ich darf, muss 2 dran lassen, oder? Ach, jetzt bin ich schon wieder an der Stelle. Ah, aber wenn ich nur eine nehme?
Na, macht er beide aus einer Reihe. Scheiß! Halt mal, hätte ich oben? Ach, ja, ich hab's. Ich komm nicht. Tja, ich hab gewonnen. Ja, hab's verstanden. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, das ist Strategie. Überlegene, geistige, Dings. Wollen wir nochmal? Ja, also, Los geht's, du fängst an. Ich muss gucken, dass wir immer eine gerade Zahl haben. Und dass er danach ziehen muss. Okay, also hier sind 4, hier sind 5, jetzt ziehe ich eine. Jetzt ziehe ich auch eine. Jetzt ziehe ich auch eine. Und jetzt ziehe ich die und hab... Ja, das also... Na los, du musst deine Kugel nehmen. Aber das hieße ja, ich hätte verloren. Das hieße es wohl. Ja. Aber ich verliere nie. Das wäre auch besser. Was würde dein Volk sagen, wenn der gottgleiche Pharao gegen einen Sterblichen verlieren würde? Das darf es nie erfahren. Du könntest mich mit etwas bestechen. Ja, oder ich könnte dich von meinem Golem zerquetschen lassen. Eine Bestechung? Hervorragende Idee. Ja, ich weiß. Ist mir einfach so eingefallen. Was willst du haben? Das Buch der Toten? Es gehört dir. Dafür verrätst du niemandem, dass ich die Tempeldienerin beim Umziehen beobachtet habe. Abgemacht. Okay, wir können uns das Buch der Toten schnappen. Das Buch der Toten. Was jetzt? Fehlt nur noch der Kompass. Auf zum Roten Piraten. Okay, dann gehen wir ganz schnell rüber zum Roten Piraten. Leinen los. Tortuga. So, gehe von Bord. Da ist immer noch ein Riesenhaufen. Ha, seht ihn euch an. Hält sich für den Stärksten nur, weil er einen erwachsenen Mann verprügelt. Okay, was können wir denn machen? Buch der Toten geht nicht, Spiegel geht nicht. Aber ich glaube, Svi hat doch noch den Zeitmanipulator. Bringt uns der nicht was? Können wir den nicht nutzen? Okay, hab's ja verstanden. Okay, gehen wir nochmal auf Nate rüber und zurück aufs Schiff. Und lassen Svi hier... Oh, dieses Stummelschwänzchen geht gar nicht. Da sind wir schon. Hallo. Zeitmanipulator. Danke. Okay. Und gehen wieder rüber und... Ja, hier rein. Okay. Zeitmanipulator auf den... Ach, dann kann ich mir einfach den Schlüssel nehmen. Suchst du den hier? Das würde ich mir überlegen. Denk mal nach, wie habe ich den Schlüssel bekommen? Na, mit Magie. Na, schau dir an, was Magie alles bewirkt hat. Willst du in ein rosa Tütü gesteckt werden und mit Chantal spielen? Oh ja. Lauf, ich gebe dir 10 Sekunden Vorsprung. Oh, jetzt ist er weg. Nein, nein. Okay, haben wir hier noch irgendeine Möglichkeit? Nein, hier können wir nichts mehr entsprechend bedienen. So. Da bin ich wieder. Keine Bewegung. Wie bist du an dem Affen vorbeigekommen? Vielleicht hat die unsichtbare Macht mir geholfen. Das nimmst du zurück. Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Und du hast immer noch den Kopf. Ich wollte nur mit meinen alten Freunden abhängen. Richtig, Kumpels?
Gut. Gut. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Ja, wir haben auch alles genommen. Wir haben Papagei genommen, wir haben Affen genommen. Okay. Am besten lasse ich mir schnell etwas einfallen, wie ich ihn dazu bringen kann, mir den Kompass zu geben. Und dann nichts wie weg hier. Der Rote ist ein Pulverfass und um ihn herum brennt alles lichterloh. Okay. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Aber das geht doch wahrscheinlich... Torschlüssel? Können wir ihm den zeigen? Moment, geht der hier rein? Nein. Zeitmanipulator. Oh, halte die Zeit für den roten Piraten an. Ja, aber hier gibt es einen Animationsfehler. Das Wasser sollte sich natürlich nicht bewegen. Ach nee, wir haben ja nur die Zeit für den roten Piraten eingehalten. Stimmt. Hat William sich gerade bewegt? Weiß nicht. Hat er? Naja, warum sollte er nicht? Freunde, lebendige Freunde, bewegen sich, nicht wahr? Am besten lasse ich mir schnell etwas... Der Rote ist ein Pulver. Okay, können... Nochmal? Er hat sich bewegt. Aber er hat sich anders bewegt. William, er will mir etwas sagen. Du meinst, die steinerne Statue will dir etwas sagen? Das könnte böse für dich ausgehen. Böse? Naja, du hast ihn verwandelt, oder? Vielleicht gefällt ihm und den anderen das nicht. Und wie willst du dich dagegen wehren? Sie sind schon aus Stein. Oh, ich lasse sie nicht aus den Augen. Nicht blinzeln. Okay. Besser nicht. Der Rote würde... Ja, ich hab's verstanden. Kriegen wir das nochmal hin, oder? Zeit, etwas Spaß zu haben. Nein! Nein! Was wollt ihr von mir? Sie wollen deinen Tod. Lauf! Sie wollen deinen Tod. Lauf! Sie wollen deinen Tod! Ich versuche, sie aufzuhalten. Lauf! Das hat besser funktioniert, als ich zu hoffen gewagt hätte. Okay, damit können wir den Kompass nehmen. Der Geisterkompass. Damit haben wir das Buch der Toten, den Kompass und den Lebensfunken. Alles, was wir brauchen, um Alistair zurückzuholen. Auf zum Orakel. Ach, dann macht es jetzt das Orakel. Oh! Gulasam erit barium excetric. Gut, jetzt noch der Lebensfunke. Haben wir? Ivo hat ihn. Es hat nicht geklappt. Was ist geschehen? Erzmagier Alistair? Warum bin ich ein Frosch? Ja, warum ist er noch ein Frosch? Wir haben seinen Geist zurück in diese Welt geholt. Die Rückverwandlung in einen Menschen war nie Teil der Abmachung. Aber... Es gibt einen einfachen Weg, einen verzauberten Frosch zurück in einen Menschen zu verwandeln. Knutschen, oder? Er muss lediglich von einer jungfräulichen Prinzessin geküsst werden. Oh, haben wir aber keine, oder? Nur, wo sollen wir so eine finden? Oh. Aber ich verstehe nicht. Warum ist Ivo schwanger?
das Artefakt. Hä? Ivo trug lange das Artefakt des Schicksals, das jeden Wunsch erfüllen kann. Wenn man sich in der Nähe eines so mächtigen magischen Gegenstands befindet, kann die Magie abfärben. Sie wirkt nach, selbst wenn man den Gegenstand nicht mehr hat. Aber ich habe mir kein Kind gewünscht. Ich spreche nicht von dir. Also, naja, ich... Du hast mir das angetan? Du hast dir gewünscht, mit mir eine Familie zu gründen? Oh. Das, ja, aber ich wusste ja nicht. Oh. Ivo vom Waldlandreich, möchtest du meine Frau werden und den Rest meines Lebens mit mir verbringen? Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Oh. Wir werden bald eine richtige Familie sein. Und wir mussten dafür nicht einmal Sex haben. Ja, super. Aber nun erzählt, was ist geschehen? Oh, die Begeisterung von ihm gerade eben. Sie wurden in einen Frosch verwandelt, von der kleinen Van Buren. Da war ein Golem. Und Munkus, der Hexenmeister. Er hat Wilbur ausgetrickst. Aber sie hatten den Golem in Sekunden zerlegt und auch Munkus wäre kein Problem für sie gewesen. Aber dann war da eine ungeheure magische Energie. Ich war unvorbereitet und ich konnte ihr nicht widerstehen. Das war die Kleine. Sie hat Wilburs Zauberstab in die Hand bekommen. Und weil sie eine Nachfahrin des Hexenmeisters ist, der den Stab gemacht hat... Wilburs Zauberstab ist der Stab von... Mögen uns die Götter beistehen. Die Kleine hat halb Seefels verwandelt. Und hier war sie auch schon. Ich hatte schon mit Magiern zu tun, aber was die abzieht ist... Wow. Wo sind Wilbur und Remy? Remy ist leider tot, denken wir noch. Es tut mir so leid, Erzmagier, aber Remy ist tot. Er wurde von einem Geist getötet. Er ist... Nein, ich spüre ihn noch. Er ist in Wilbors Armen gestorben. Im Tempel, in dem er vor Jahren Wilbors Zauberstab gefunden hat. Was für ein Tempel? Genau weiß ich es nicht. Wilbur meinte, er sei irgendeiner bösen Gottheit geweiht. Den Namenlosen hat er ihn genannt. Oh, das ist dann wohl nicht so gut? Einige Hexenmeister haben dort Rituale abgehalten und eine Maschine gebaut. Der Zauberstab. Er ist von den Van Burens über Remy zu Wilbur und dann zum Van Buren-Mädchen gewandert. Ich hätte ihn genau untersuchen müssen. Na, scheiße. Okay, Wilbur sucht im Düsterwald ein Buch, in dem steht, wie man Van Burens Zauberstab zerstören kann. Genau wie Remy es ihm aufgetragen hat. Das war nicht Remy. Und in dem Buch steht auch nicht, wie man den Zauberstab zerstören kann. Beide Brüder haben zusammengearbeitet, um... Wir müssen Munkus um jeden Preis aufhalten. Was er vorhat, ist Wahnsinn! Munkus? Sind die Van Burens nicht das eigentliche Problem? Sie verwandeln Stück für Stück unsere Welt. Eine Welt, die es vielleicht nicht mehr geben wird, wenn Munkus das Buch aus dem Düsterwald in die Finger bekommt. Schnell! Gebt mir meinen Zauberstab! Zauberstab? Das ist... Also... Nun... Ihr... habt ihn nicht mitgebracht, oder? Er... müsste noch in Seefeld sein. Ja. Wir müssen ihn holen, sofort. Ohne ihn kann ich meine magischen Kräfte nicht richtig kanalisieren und ich fühle mich so schwach wie noch nie zuvor. Ich werde der Mary Dampf machen. Los geht's. So, aber langsam kommen wir in Richtung, ja, dass die Geschichte sich auflöst und... Hi, Fee. Wir haben den Erzmagier zurückverwandelt. Und du wirst es nicht glauben, aber Ivo und ich... Du hast mich reingelegt! Wo ist die Elfe? Hey, vorsichtig mit dem Ding! Oh, scheiße.
Was ist hier los? Alistair! Dieses Mal gibt es keinen Weg zurück! Ivo! Nein! Kommen Sie, Alistair! Oder wollen Sie sich weiter hinter Ihren Freunden verstecken? Nate? Ivo, du musst gehen! Jetzt! Aber ich muss... Oh nein! Ulao! Mami, ich hab drin Sinn gemacht! Keine Sorge, mein Schatz. Der gute Erzmagier hat keinen Stab. Und er ist schwach. Sollen wir... Na, Vernunft können wir mit ihr nicht machen. Der Zauberstab muss zerstört werden. Er ist der Schlüssel zu unsagbarem Leid. Er ist der Schlüssel zur Macht. Meiner Macht. Chantal, wenn wir den Zauberstab nicht zerstören, werden schreckliche Dinge passieren. Hör nicht auf ihn. Es ist meiner. Und ich mache keine schrecklichen Dinge. So ist's brav, mein Wonneproppen. Okay, Es geht hier nicht um Sie und Ihren kleinen Staatsstreich, Mrs. Van Buren. Es sind andere Kräfte am Werk. Finstere Mächte. Die Sie natürlich aufhalten könnten, wenn wir Sie laufen ließen, oder? Sie verstehen nicht. Es geht um das Ende der Welt. Ha! Sie würden alles erzählen, um Ihren Hals zu retten, Alistair. Oh, dass Ursula hier das nie versteht, worum es geht. Und... Ja. Ach, grausam. Legen Sie den Kopf weg. Er ist gefährlich. Es gibt kein bekanntes Mittel gegen die Versteinerung. Deswegen wird es auch niemand wagen, meinen Herrschaftsanspruch in Frage zu stellen. Der mächtigste Zauberstab der Welt und ein Kopf, der jedes Wesen aus Fleisch und Blut zu Stein verwandeln kann. Wir halten die beiden ultimativen Waffen Aventasiens in Händen. Niemand wird uns aufhalten können. Oh nein, Sie Größenwahnsinn. Haben recht. Ich kann euch nicht gehen lassen. Ha! Wie wollen Sie uns aufhalten? Nein, was macht er jetzt? Hat er sich jetzt geopfert oder was? Sie haben nicht gewonnen. Ich werde mächtiger, als Sie es sich auch nur entfernt vorstellen können. Was macht er jetzt? Was hat er jetzt getan? Aber das ist doch alles Blödsinn. Wenn es sich so zugetragen hätte, dann wäre ich ja... Nein. Was glaubst du, was das hier für ein Ort ist, Nate? Jüngste Gericht? Lass mich los! Du kannst ihm jetzt nicht helfen. Aber wir können ihn doch nicht zurücklassen. Wir müssen Munkus davon abhalten, im Tempel des Namenlosen ein Tor zu dessen Kerkerdimension zu öffnen. Mir ist dieser Namenlose doch völlig egal. Ich muss meinen Mann retten. Ivo, Nate ist fort. Gibt es denn gar keine Hoffnung? Doch, noch gibt es Hoffnung. Aber wenn der Zauberstab das tut, wofür er erschaffen wurde, wäre es das Ende aller Hoffnung. Für Nate, für dich, für euer Kind. Wenn du ihn retten willst, musst du nach Seefels. Was ist zu tun?
Ich wollte Van Buren nur Angst machen. Ich bin nicht mehr mächtig. Ich bin vielmehr tot. Nein! Es kostet mein letztes bisschen Kraft, hier in der Welt der Lebenden zu verweilen. Und bald werde ich sie verlassen müssen. Deswegen ist es an dir, dem Vieh, Wilbur und euren Gefährten, Munkus aufzuhalten. Er darf die Maschine im Tempel nicht benutzen. Wir werden ihn aufhalten. Seid vorsichtig. Er ist clever, er ist mächtig und zu allem bereit. Ich werde versuchen, Wilbur im Düsterwald zu warnen. Er wurde reingelegt und spielt dem Feind in die Karten, ohne es zu wissen. Mir bleibt nicht viel Zeit. Lebt wohl. Aber was soll ich tun, wenn... Ich komme wieder, so schnell ich kann, und wir werden wieder zusammen sein. Aber im Moment liegt unser aller Hoffnung in Seefels und bei Wilbur im Düsterwald. Ja, das war's. Kapitel 4 ist vorbei. Ich mache hier ein bisschen leiser, damit ich noch ein bisschen reden kann. Sie schaffen es einfach echt gut, diese Geschichte zu erzählen. Es ist unglaublich und ich bin jetzt schon gnadenlos gespannt auf das letzte und fünfte Kapitel, wie wir das Ganze jetzt, wie das Ganze jetzt zu Ende gehen wird, wie wir das Ganze nochmal irgendwie drehen werden, wie wir das Ganze retten werden und ja, was Munkus jetzt komplett geplant hat und wer der Namenlose genau ist. Und ja, ich finde es aber schade, dass Alistair sich jetzt, jetzt haben wir ihn gerade gerettet und trotzdem opfert er sich dann und ist tot jetzt, oder was? Es ist spannend. Ich kann es kaum erwarten, im Januar dann halt eben den neuen Teil zum Spielen zu dürfen. Und ja, großes Lob an die Jungs von King Art. Es macht mega Spaß und ich habe mich so tot gelacht zwischendurch. Und ich kann es jedem von euch nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch auf jeden Fall bei Steam. Und dann sehen wir uns im nächsten Kapitel 5. Und bis dann, ich würde mich über ein Like freuen. Bis dann, ciao, ciao.